Nächste Übung. Zu Hause Pause drücken. So, und jetzt sind wir wieder hier, jetzt geht das los. Also, jetzt mache ich es nochmal ausführlich zum Zeigen. 0,33 Meter sind 0,33 Meter. Möchte ich in Tausendstel, ne, weil Milli heißt ja Tausendstel, umwandeln. Meter. Gesundheit. Ich muss also hier und da, oben und unten mit 1000 multiplizieren. Ach, naja, ich hoffe, das weiß jeder jetzt. 1 mal 1000, 1000 passt. 0,33 mal 1000 bedeutet, das Komma rutscht erstmal zwei Stellen nach hinten. Und da noch eine 0 kommt, noch eine 0 hinten dran. 330. Also ist die Auflösung das. Wer das schneller kann, macht es schneller. Kein Problem. 1,03 Dezimeter sind 1,03 Zehntelmeter. Ich möchte aber Hundertstel haben. Meter, ne? Zenti heißt Hundertstel. Also, wie komme ich dahin? Mal 10, okay, ist 100. Mal 10 heißt, das Komma rutscht um eine Stelle dahin, 10,3 Zentimeter. Hier kann man es sofort sehen. Also sehen insofern, indem ich sage 25.000 und 1000 heißt Kilo, kann ich gleich 25,023 hinschreiben. Nochmal ausführlich, das sind 25,023 Eintelmeter. Möchte ich in, und jetzt muss ich sagen, das sind wie viel mal 1000 Meter. Naja, dann sage ich 25. Oh, was mache ich denn hier? Wie komme ich hier weiter? Wer hat eine Idee? So, jetzt gibt es eine kleine Klippe. Wie kann man das machen? Das sieht man hier nicht so schön. Deswegen habe ich mal ein Beispiel genommen. Ich nehme mal bloß 4 Meter und möchte das in Kilometer umwandeln. Und ich möchte das mathematisch korrekt haben. Dann schreibe ich das mal anders. Dann sage ich, okay, 4 Meter, das bleibt links. Und statt Kilo schreibe ich 1000 Meter. So, und jetzt sieht man das nicht schön. Jetzt muss ich eine Zahl finden, die, wenn sie mit 1000 multipliziert wird, wieder letzten Endes was Vernünftiges ergibt. Jetzt mache ich es mal so. Achtung, ich schreibe hin 4000stel. Warum? Weil, wenn ich die 1000 und die 1000 wieder kürze gegeneinander, dann steht wieder 4 Meter auf der rechten Seite. Es heißt aber, links bleiben mal die 4 Meter, immer zur Kontrolle. Jetzt kürze ich mal nicht, sondern ich sage 4 durch 1000 ist 0,004 und mal 1000 Meter ist ein bisschen albern, aber ich schreibe es noch einmal hin. Das ist jetzt ganz übertrieben langsam erklärt. Und wenn ich auch das angucke, 0,004 mal 1000 ist wieder 4, okay, mal Meter, 4 Meter, passt. Ich möchte aber eigentlich Kilometer haben und jetzt schreibe ich diese Zahl und die 1000 schreibe ich nicht, sondern Kilo. Jetzt schreibe ich 0,004. Das wäre die offizielle Begründung dafür. Man braucht es später, wie gesagt, bei allen möglichen Maßeinheiten. Und wenn man das mathematisch korrekt machen möchte, dann kann man über diesen Umweg rangehen, so lange, bis man sich ganz sicher ist. Also gucken wir uns das an. Wenn ich sage, ich müsste das durch 1000 teilen, dann habe ich 25,023 mal 1000, passt wieder, 25,023 Kilometer. Daher kommt das. Also ich lasse das nochmal stehen zum Nachvollziehen. So, Pause drücken zu Hause selber nochmal aus, baldobern, wie das geht. Und wir kommen jetzt zur nächsten Aufgabe um. 2,8 mal 1000 Meter in Kilometer. Na wunderschön, ich habe doch schon hier Kilo, das kann ich doch ersetzen. Kleinen Moment. Wenn ich das ersetzen kann, statt 1000 Meter schreibe ich Kilometer und dann kann ich gleich die 2,8 hier reinschreiben. So, aber hier gibt es noch eine Frage. Jetzt haben wir 17 mal 100 Zentimeter. Na wunderbar, 17 mal 100 Zentimeter. Wie komme ich auf Meter? Ich könnte auch zudem sagen, das sind, Moment, 17 mal 100 und statt Zenti schreibe ich wieder Hundertstel Meter. Naja, und jetzt weiß ich es. Wenn ich die 100 hier rauskürze, habe ich pure Meter. Ich möchte ja Meter haben, ne? Hier rausgekürzt. Okay, dann sind das 17 Meter. Das gleiche Dezimeter in Millimeter. Nicht so schlimm. Dann sage ich einfach, das sind 10,101 Zehntelmeter.
Hier möchte ich aber gerne Tausendstel haben, ne? Hier steht Milli, also sage ich, okay, hier möchte ich mit Tausendstelmeter klarkommen. Wie komme ich von hier nach da? Ich muss einfach mal 100 nehmen. Dann heißt das hier unten mal 100 ist 1000. Und jetzt das mal 100 heißt das Komma rutscht dahin. Also hätte ich die Zahlenfolge 1, 0, 1, 0,1 Tausendstelmeter. Also kann ich ganz beruhigt dieses Ergebnis hier reinschreiben. Auch das. Wie gesagt, alles eine spannende Geschichte. Gucken wir uns mal an, Beispielaufgaben. Jetzt haben die Schüler gefragt, wozu braucht man sowas? Naja, wenn ich jetzt hier schon mal mit solchen gegebenen Werten arbeite, muss ich spätestens an der Stelle schon mal umwandeln in Masse. Habe ich bei Wasser noch Glück, komme ich von Milliliter ganz schnell auf 0,004 Kilogramm. Dann kann ich einsetzen und dann kann ich die Einheiten rauskürzen und zum Schluss bleibt was Vernünftiges übrig. Anderes Beispiel später. Na, erst das. Wenn ich jetzt hier Feldstärken suche, bloß weil ich hier ein Pendel habe und plötzlich mit Volt pro Meter, also mit Spannung bezogen auf eine Entfernung arbeiten muss, dann wird es richtig spannend. Wenn ich nicht viel weiter gegeben habe als die Masse der Kugel und nicht weiß, wie stark ist das Feld zwischen zwei Kondensatorplatten und. Oder schon wenn ich überlege, dass ein Mol 6 mal 10 hoch 23 Teilchen sein können, sind. Teilchen können aber Atome sein, Moleküle oder komplexere Moleküle oder noch größere. Wenn ich da mit solch vielen Nullen oder gar Kommastellen arbeiten muss, muss ich mit dieser Sache hier sicher sein. Dafür haben wir es gemacht. Ich mache dieses Video erstmal dicht, wir werden noch weitere Übungen machen.